Hallo, herzlich willkommen zum eAutoVlog, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Gestern hat Tesla die Bombe platzen lassen. Das Tesla Model 3 bekommt CCS. Zusätzlich werden die Supercharger mit einem extra CCS-Ladestecker nachgerüstet und das Model S und X bekommt einen Adapter, um an CCS zu laden. In diesem Video werden wir uns die verschiedenen Nachrichten dazu anschauen und ich werde analysieren, was das genau für die Elektromobilität in Deutschland bedeuten wird. Auf geht's zu den Nachrichten. Ich gucke so 2-3 Mal am Tag nach, was so in meinen Messenger-Gruppen los ist, und als ich gestern Mittag in die Messenger-Gruppe geschaut habe, war sie förmlich explodiert. Mehrere hundert neue Nachrichten. Und das ist immer ein Zeichen, dass etwas passiert ist. Also habe ich kurz die Messenger-Nachrichten überflogen und erfahren, dass jetzt endlich feststeht, dass das Tesla Model 3 mit CCS kommt. Also wenn du auch auf dem aktuellsten Stand sein willst, empfehle ich dir, klick hier einfach unter dem Video in der Beschreibungsbox auf den Link zu unserer Telegram-Gruppe und dort bekommst du diese Informationen noch schneller als hier über meinen YouTube-Kanal. Ja, was war passiert? Ich hatte es ja vorgestern berichtet, dass das Tesla Model 3 jetzt in Düsseldorf und München seit gestern angeschaut werden kann. Dazu vielleicht noch eine kleine Nebengeschichte. Da muss ich wirklich mal die Mitarbeiter von den Tesla Stores in Schutz nehmen, denn die wussten nichts davon. Nur in Düsseldorf und München wusste man, dass das Model 3 kommt. Wir haben von diesen ganzen Neuerungen auch erst durch die Presse, sprich von uns, erfahren, die das gelesen haben, von den Kunden. Also geht mit ihnen nicht so streng ins Gericht, wenn sie nicht alles wissen. Die Informationspolitik von Tesla ist sehr unterschiedlich. Ja, aber kommen wir zu dem Thema Model 3. Und zwar hatte der Chef für die Ladeinfrastruktur, Herr Bennett, ein Interview gegeben für Auto Express. Das ist, glaube ich, eine britische Zeitung, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem er ganz deutlich gesagt hat, dass das Tesla Model 3 mit CCS kommt. Zusätzlich hat er ja nochmal deutlich gemacht, wie wichtig Tesla der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist und dass sie auch die Supercharger mit CCS-Steckern, also einem zweiten Stecker, ausrüsten, sodass das Model 3 dann am Supercharger laden kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Destination Charger, also sprich, auch hier kann das Model 3 ganz normal laden. Ist ja auch logisch, dieser Combo 2, also CCS-Stecker, ermöglicht ja eine ganz normale Typ-2-Ladung und der Destination Charger ist nichts anderes als ein Typ-2-Lader, den Tesla zur Verfügung stellt. Also insofern kann das Model 3 jetzt natürlich an Typ-2 ganz normal laden, aber auch CCS. Was noch nicht klar ist, aber wovon ich ausgehe, es wurde jedenfalls nicht erwähnt, dass das Model 3 natürlich auch mit der entsprechenden Geschwindigkeit an CCS laden kann. Das heißt also auch an den HPC-Ladern mit der entsprechenden Geschwindigkeit. Und das wird richtig interessant, wenn wir das erste Tesla Model 3 am HPC-Lader sehen, was für eine Ladeleistung dann da möglich ist. Denn aktuell ist es ja so, dass der HPC-Lader mit den 175 kW, wenn man ein 400-Volt-System hat, mit den 175 kW Ladeleistung stärker lädt als ein Supercharger, bei dem bei 120 kW abgeriegelt wird. Ich habe euch natürlich, weil es mir sehr wichtig ist, dass diese Informationen auch stimmen, noch den Link rausgesucht von Tesla. Die haben hier einen ganz schönen FAQ oder Support-Artikel verfasst, in dem ganz einfach gesagt wird, ja, das bestehende Supercharger-Netzwerk wird mit zweifach Ladekabel nachgerüstet, die das CCS und das DC Typ 2, also sozusagen den normalen bisherigen Supercharger-Stecker haben. Und dass das Model 3 eben halt Zugang zu den Destination Chargern kommt. In dem Interview hat Herr Bennett noch gesagt, dass es einen Adapter geben wird für Model S und X. Sprich, anstelle des CHAdeMO-Adapters wird es dann einen CCS-Adapter geben, der wohl auch ein bisschen ja, kleiner sein soll, handlicher sein soll.
denn der ein oder andere beschwert sich, dass dieser CHAdeMO-Adapter doch ein ganz schönes Geschoss ist. Diese Nachricht hat natürlich große Wellen geschlagen. Ich habe bei Tesla Markt dazu einen Artikel gefunden, wo sehr deutlich die Informationen wiedergegeben werden. Wir haben natürlich auch bei ecomento.de einen Artikel gefunden und bei elektrif.net. Ich habe euch alle Artikel wie üblich unten in die Beschreibungsbox vom Video gepackt. Einfach draufklicken, wenn ihr die Informationen lesen wollt. Kommen wir zu der Analyse. Ich habe mir gerade mal die aktuelle Stromtankstellenstatistik für Deutschland aufgerufen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 13.738 Stromtankstellen in Deutschland. Nur so mal so zum Vergleich, wir haben 14.000 Tankstellen für Benzin, Diesel und Co. Nur um einfach mal die Größenordnung einzusortieren. Natürlich haben die meisten Tankstellen mehr als zwei Tankmöglichkeiten und es geht natürlich auch schneller. Ne? Aber einfach, dass ihr die Zahlen mal so einsortieren könnt. Was man deutlich sieht, der Trend geht kontinuierlich nach oben und das gilt für alle Ladenetzwerke. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel mal die Standorte, wo man Typ 2 CHAdeMO, CCS oder den Tesla Supercharger findet. Hier seht ihr ganz deutlich, dass CHAdeMO zwar was die das CCS, was die Standorte angeht, vor CHAdeMO liegt, aber CHAdeMO hier von der Entwicklung relativ gut mithält. Also es geht sozusagen im gleichen Schritt vorwärts, denn die meisten Lader, DC-Lader, die hier gebaut werden, sind ja Triple Charger und seitdem es SLAM, diese unselige Förderung von CCS Ladestationen, bei denen kein CHAdeMO erlaubt war, abgeschafft worden ist, geht es hier also kontinuierlich hoch. Der Ausbau der Typ 2 Ladeinfrastruktur ist so ein bisschen abgeflacht, der ist nicht mehr ganz so steil. Hier sieht man immer wirklich den Ausbau an den Autobahnen und auch das HPC-Ladenetzwerk, was jetzt hier immer mit mehr Standorten reinspielt. Wenn wir uns die Anschlüsse angucken, sieht man ganz deutlich, dass bei Tesla relativ lange nichts passiert ist. In diesem Jahr ging es jetzt hoch, aber wie gesagt, Bennett hat nochmal ganz deutlich gesagt, dass sie eine große Anstrengung unternehmen, da Ladeinfrastruktur auszubauen, sodass sie auch im Vorfeld, bevor die Model 3 in Deutschland sein werden, das wird Anfang nächstes Jahr sein. Es gibt sogar einige, die vermuten, dass es im Dezember schon losgeht. Also zum Jahreswechsel werden wir die ersten europäischen Tesla Model 3 Fahrzeuge hier haben. Und die Aussage von Tesla ist, bis dahin wird die Ladeinfrastruktur entsprechend umgerüstet. Und ich hatte ja schon vor, ich glaube, so 2, 3 Monate mal die Behauptung in den Raum gestellt, dass die Supercharger CCS-Anschlüsse bekommen. Das hatte mir jemand über einen Telegram-Chat mitgeteilt. Und wie es aussieht, ist diese Nachricht richtig gewesen, auch wenn es erstmal sehr unlogisch geklungen hat. Also es das heißt, die Ladeinfrastruktur von Tesla steht und wird weiter ausgebaut. Das gleiche gilt für alle anderen. Ne, auch dieser Link ist wieder unten in der Beschreibungsbox. Hier kannst du einfach mal ein bisschen hin und her spielen. Ich finde es sehr interessant. Ich rufe den so alle 2, 3, 4 Wochen mal auf und es werden immer mehr Ladestationen. Also wir, und das sieht man auch an den Kurven, bekommen immer mehr Möglichkeiten zu laden. Interessanterweise ist es jetzt so, dass beim CCS 1711 Lademöglichkeiten vorhanden sind und beim Tesla Supercharger 433. Was bedeutet das jetzt für dich als Model 3-Fahrer oder für dich als Elektroautofahrer oder für die Elektromobilität an sich? Dass Tesla hier auf CCS setzt, ist die beste Entscheidung, die Tesla machen konnte. Denn das ist der europäische Standard und somit hat Tesla im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen bieten sie den Tesla Model 3-Fahrern die Möglichkeit, außerhalb des Supercharger-Netzwerkes zu laden und zum anderen haben sie ja auch noch die Möglichkeit, an den Superchargern zu laden, beziehungsweise hat Tesla jetzt die Möglichkeit, ganz konkret anderen Autoherstellern zu ermöglichen, an den Superchargern zu laden. Wie wertvoll so eine Ladeinfrastruktur ist, kann ich nur wieder aus meiner Erfahrung der Marokko-Reise
sagen. Ich habe noch nicht die Statistik im Kopf, aber ich glaube, wir haben 35 Mal am Supercharger geladen, also an verschiedenen Standorten über ganz Europa. Wir sind insgesamt so rund 6.000, ja, 6.000 bis 7.000 müsste ich nochmal ausrechnen, Kilometer nur mit Supercharger gefahren. Und das ist eine extreme Komfortvariante, ne, weil du ganz genau weißt, egal ob du auf dem Hinterhof vom kleinen Hotel in Südspanien oder in Frankreich oder in Deutschland lädst, der Supercharger funktioniert. Also bei den 35 Ladungen, die wir gemacht haben, hatten wir zwei Stecker, die nicht funktioniert haben. Da musste ich halt das Auto umpacken und neu laden. War kein Problem. Würdest du die gleiche Reise mit der normalen Ladeinfrastruktur, also CCS, machen, wäre das viel, viel schwieriger, weil eben halt häufig nur ein Gerät oder ein Triple Charger an einem Standort ist. Wenn er nicht funktioniert, wäre da zum Beispiel einer der Stecker kaputt gewesen, hätte ich zum nächsten fahren müssen, wäre der zu weit weg gewesen, hätte ich ein Problem gehabt. Also das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Tesla weiß um diese Qualität seiner Ladeinfrastruktur und deswegen bietet Tesla jetzt eben halt auch anderen an, dort zu laden. Solange der Ausbau der Ladeinfrastruktur bei Tesla mit dem Wachstum, mit dem Zufluss von neuen Autos mithält, ist das ja kein Problem. Ne? Wenn allerdings das zu Wartezeiten führt, ist es natürlich sehr ärgerlich. Was Tesla hier an erster Stelle machen kann, ist die Kombination von zwei Lademöglichkeiten zu trennen. Denn im Moment ist es ja so, also zwei Lader teilen sich sozusagen eine Gesamtleistung von 135 kW, so über den Daumen gesagt. Das heißt, wenn schon jemand am Ladepunkt A lädt und du fährst an den Ladepunkt B, bekommst du mindestens deine 30 kW und dann eben halt abhängig davon, wie viel der andere gerade lädt, mit welcher Ladeleistung die Differenz zu 135. Also lädt er zum Beispiel mit 100, dann kriegst du 35, lädt er mit 80, bekommst du 55 und so weiter. Und wenn man das aufhebt, wird das zum einen dazu führen, dass natürlich gerade bei ausgelasteten Superchargern die Durchflussgeschwindigkeit zunimmt. Denn uns ist es zum Beispiel auf dem Rückfahrt aus Marokko passiert, dass wir in Hirschberg erstmal ganz kurz warten mussten. Also wir sind angekommen, alle waren belegt, haben kurz geguckt, sind wirklich alle belegt. Und dann fuhr jemand raus, also hat vielleicht was 30 Sekunden, eine Minute gedauert. Dann sind wir da reingefahren und haben halt mit 30 kW geladen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn du mit 30 kW am Supercharger im Schnellladebereich lädst. Normalerweise ist die dreifache Geschwindigkeit bei meinem Auto möglich oder die vierfache bei anderen. Und das wäre immer halt nicht der Fall. Das heißt, wir hätten da bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten kürzer laden müssen. Und dadurch wäre natürlich der Stall, also das Ladegerät, auch schneller frei gewesen und der Durchsatz höher. Also das ist eine Maßnahme, die Tesla sofort umsetzen kann, ohne zusätzliche Ladepunkte aufzubauen. Aber auch zusätzliche Ladepunkte aufzubauen ist nicht so schwierig. In der Regel dauert das so 2 Wochen, bis dann wirklich der Umbau komplett vonstatten gegangen ist. Die Vorlaufzeit, Genehmigung und so weiter mal außen vor gelassen. So, das heißt, das Model 3 hat im Vergleich zu den bisherigen Tesla-Modellen die größtmögliche Variabilität. Denn das Interessante beim CCS-Anschluss, der im Model 3 eingebaut ist, ist so meine Vermutung, wie gesagt, das steht noch nicht fest, dass man da natürlich mit der vollen Ladeleistung laden kann, die A von der Säule kommt und B vom Auto unterstützt wird. Und nicht so wie beim CHAdeMO-Adapter, der ja bisher vorhanden ist für das S und X mit 43 bis 47 kW Ladeleistung. Denn das ist schon ein erheblicher Unterschied. Für mich als Tesla-Fahrer bedeutet das, ich bin viel flexibler und kann meine Route natürlich viel entspannter planen. Also für mich als Fazit für die Analyse bedeutet das einen großen Fortschritt für die Elektromobilität, weil Tesla natürlich jetzt auch die Nachfrage nach CCS-Ladestationen fördert. Wenn jetzt zum Beispiel hier in Kiel
falls jetzt 2.000, 3.000 Tesla Model 3 rumfahren, dann werden die Stadtwerke sich schon genau überlegen, ob sie wirklich nur Typ 2 Lademöglichkeiten anbieten oder vielleicht doch den einen Triple Charger, den es hier gibt, ergänzen um weitere Schnelllademöglichkeiten, weil eben halt die Nachfrage da ist, weil sie damit Geld verdienen können. Und so wird das ganze Ladenetzwerk, insbesondere was CCS angeht und die Schnellladeinfrastruktur, deutlich wachsen und kann zum Beispiel auch Ionity, Ultra E, Fast E, Charge E, Mega E, wie sie alle heißen, die HPC-Ladenetzwerkbetreiber davon ausgehen, dass ihr Ladenetzwerk eben von Anfang an genutzt wird und nicht nur von den einigen 100 oder 1000 I-Pace oder e-tron, die dann im nächsten Jahr auf der Straße sein werden. Ich habe nochmal versucht herauszufinden, wie viele Reservierungen es wirklich für das Model 3 in Deutschland gibt. Tesla hat ja keine offiziellen Zahlen rausgegeben, nicht nur für die Gesamtsumme nicht, sondern auch natürlich nicht für die einzelnen Länder. Ich habe bisher Zahlen zwischen 30.000 und 150.000 Elektroautos, also Model 3, gehört. Irgendwo dazwischen wird das wahrscheinlich sein, aber es ist wirklich eine nennenswerte Menge an Tesla Model 3 Vorbestellungen, die dann auch im nächsten Jahr abgearbeitet werden. Es kann durchaus sein, dass fast eine Verdopplung der Elektroautos durch das Model 3 in Deutschland stattfinden wird. Und dementsprechend wird sich natürlich die Nachfrage auch vergrößern. Und das ist sozusagen am Anfang erstmal der kleine Wermutstropfen für alle, die mit CCS unterwegs sein werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ladepunkt ein Tesla Model 3 triffst, wird deutlich höher sein als bisher. Ja, natürlich ein Tesla Model S oder X mit CHAdeMO, wenn es zum Beispiel ein Triple Charger ist. Das heißt, die Ladeinfrastruktur wird intensiver genutzt, denn gerade beim Tesla Model 3 ist es ja so, oder jetzt auch bei den ganzen neuen Tesla-Modellen, dass gezahlt werden muss am Supercharger. Wenn du zum Beispiel die MeinGo-Energiekarte nutzt, dann kannst du aktuell noch deutlich günstiger am CCS-Lader laden, als das zum Beispiel mit dem Supercharger möglich ist. Also ein wirklich schöner Tag, eine sehr gute Nachricht. Ich kann mir, um jetzt noch ein bisschen den Kaffeesatz zu lesen zum Abschluss, durchaus vorstellen, dass in absehbarer Zeit auch das Model S und X in Europa diesen CCS-Anschluss bekommen wird. Denn warum sollte das Tesla nur das Model 3 einbauen, wenn sie das auch im S und X einbauen könnten? Und dann ist es natürlich auch sehr interessant für alle S- und X-Fahrer, dass sie die öffentliche Ladeinfrastruktur mitnutzen können und als Backup oder eben halt als Schnellladesystem den Supercharger haben. Also eine interessante Kombination, die uns allen viel bringen wird. Mich würde interessieren, was eure Gedanken zu dieser Nachricht sind, ob ihr Ergänzungen habt, Korrekturen, Fragen und natürlich, wie ihr die Situation einschätzt, ob ihr das genauso seht wie ich. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, freue ich mich, wenn ihr das Video teilt, ihm einen Daumen hoch gebt und natürlich, falls ihr noch nicht meine Abonnenten seid, ein Abo auslöst. Das geht ganz einfach. Klickt hier auf das Auto im Point of Interest, dann seid ihr mein Abonnent. Wichtig ist dann noch, dass ihr die Benachrichtigung einstellt, sodass ihr erfahrt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dann, euer Dirk Henningsen.